heutzutage kurzlebigen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das den Kundenwünschen genau entspricht. Die Scrum-Methode ermöglicht es, neue oder geänderte Kundenwünsche jederzeit zu berücksichtigen. Aber was ist die Scrum-Methode und wie funktioniert sie? Scrum ist Englisch und bedeutet Gedränge und stellt heute eine der bekanntesten agilen Methoden zur Projektplanung dar. Das Scrum-Framework ist simpel. Es gibt den Product Owner, welcher die konkrete Produktvision und die fachlichen Anforderungen an das Produkt erstellt sowie eine Priorisierung vornimmt. Dann gibt es den Scrum Master, er hat eine Moderatorrolle inne und ist zuständig für eine gelingende Kommunikation innerhalb des Teams und schirmt dieses von äußeren Störfaktoren ab. Das Entwicklungsteam organisiert sich selbst und entwickelt das Produkt. Nun die Artefakte. Das Product Backlog ist eine Sammlung von Anforderungen und wird ständig weiterentwickelt vom Product Owner. Das Sprint Backlog stellt die aktuelle Auswahl von Anforderungen aus dem gesamten Anforderungskatalog dar, die beim nächsten Sprint bearbeitet werden. Von dieser Auswahl leitet sich die Funktionalität des nächsten Produktinkrements ab. Am Ende jedes Sprints steht ein funktionsfähiges Zwischenprodukt, das Produktinkrement. Die Aktivitäten. Das Sprint Planning plant die nächsten Produktetappe. Anforderungen werden in konkrete Tasks zerlegt und müssen innerhalb eines Tages bearbeitet werden können. Das Ergebnis ist der Sprint Backlog. Zu Beginn eines jeden Arbeitstages trifft sich das Team zu einem 15-minütigen Meeting, dem Daily Scrum. Jedes Mitglied erklärt, welche Aufgaben es seit dem letzten Meeting erledigt hat, welche Aufgaben als nächstes anstehen und welche Hindernisse es gibt. Probleme, die sich innerhalb der 15 Minuten nicht lösen lassen, werden dem Scrum Master übergeben. Die eigentliche Produktentwicklung erfolgt in den sogenannten Sprints, die in der Regel einen Entwicklungszeitraum von 2 bis 4 Wochen vorsehen. Zu Beginn eines Sprints präsentiert der Product Owner dem Team das priorisierte Product Backlog. Das Team entscheidet eigenständig, wie viele der am höchsten priorisierten Anforderungen es im anstehenden Sprint umsetzen will. Daraus ergibt sich das sogenannte Sprint Backlog. Das Sprint Review. Am Ende jedes Sprints findet ein Sprint Review statt. Das Zwischenprodukt wird überprüft und der Product Backlog falls möglich angepasst. Das Feedback vom Product Owner wird eingeholt. Bei der Sprint-Retrospektive geht es nur um die Arbeit des Projektteams, nicht um das Produkt selbst und wie man diese verbessern kann. Scrum wurde ursprünglich in der Softwaretechnik entwickelt, ist aber davon unabhängig. Scrum wird inzwischen in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Es ist eine Umsetzung von Lean Development für das Projektmanagement. Am Ende des Scrum-Prozesses haben wir nun ein optimiertes, den Kundenwünschen entsprechendes Produkt. Dieses bietet die beste Lösung im Verhältnis zur eingesetzten Zeit und den Mitteln. Hier die Vor- und Nachteile von Scrum. Vorteil: Die Programmierung kann sofort starten und Resultate sind schon nach kurzer Zeit sichtbar. Änderungswünsche sind jederzeit implementierbar und die Aufgaben werden priorisiert. Ein Nachteil hierbei ist jedoch, dass viele Entwickler nicht zufrieden sind durch zu viel Kommunikation. Das Video, was ihr jetzt gesehen habt, stammt von meinen Studierenden. Mit denen habe ich das in einer Vorlesung an der Hochschule zusammen erarbeitet, beziehungsweise sie haben es selber erarbeitet, auch als Prüfungsform. Ich habe dazu übrigens auch noch ein Video hier bei Udemy. Dort könnt ihr auch lernen, wie man solche Videos selber erstellen kann, ganz einfach. Könnt ihr euch da auch angucken. Ansonsten wollte ich euch noch eine Gegenüberstellung zeigen, was denn nochmal der Unterschied ist zwischen klassischem Projektmanagement und agilem Projektmanagement, nachdem ihr das kennengelernt habt. Ihr wisst ja jetzt, dass Scrum nach einem iterativen Projektverfahren vorgeht. Das heißt, wir haben dort diese Sprints, das die Möglichkeiten bietet, eben frühzeitig Änderungen einzubinden. Wenn wir jetzt das klassische Projektmanagement hier sehen, auf der linken Seite sehen wir hier zumindest das aus der IT stammende Wasserfallmodell. Das heißt, wir haben erstmal werden Anforderungen erhoben in langer Zeit. Das heißt, wir haben hier ein dickes Dokument, das Lastenheft auch genannt. Dann wird eine Entwurfsphase eingeleitet. Dann haben wir eine Implementierungsphase. Und als nächstes ist dann die Überprüfungs- und Testphase, bevor dann das System fertiggestellt wird und in die Wartung geht. Das Problem ist aber bei diesem klassischen Projektmanagement ist, das heißt, wir haben eine lange Projektdauer und es kann an keiner Stelle einen Pfad zurückgeben. Das heißt, wir haben keine Möglichkeiten von Änderungen. Dies führt dazu, dass Änderungen eben sehr aufwendig und teuer werden können. Deshalb ist man irgendwann auf das agile Projektmanagement geschwenkt
Und die genauen Vor- und Nachteile möchte ich euch gerne auch noch in meinem nächsten Video vorstellen. Und schaut einfach mal selbst.